Traveler's Tales Games. Herzlich willkommen auf Chuffstuff zu diesem Let's Play, zu diesem neuen Let's Play Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7. Yeah, wir haben den ersten Teil ja durchgespielt und jetzt geht's im Anschluss hier direkt mit diesem Game weiter und das Menü sieht schon mal sehr, sehr, sehr geil aus. Ich mag das immer, wenn man das Schloss von oben zeigt. Voll geil. Ja. Wir wollen natürlich jetzt hier direkt ins Spiel rein starten. Ich starte es gerade zum ersten Mal. Es ist noch kein Spielstand erstellt. Es ist nicht ganz blind. Ich habe einmal das Game auf der Wii gespielt, aber das ist schon so lange her. Und ich habe es auch gar nicht ganz durchgespielt, nur ein paar Level. Ich weiß schon gar nicht mehr, was denn alles Sache ist. Aber jetzt geht's natürlich erstmal los mit dem fünften Teil, mit Harry Potter und der Orden des Phönix. Denn im letzten Mal wurde natürlich Cedric Diggory getötet von Lord Voldemort, der zurückgekehrt ist. Die Zaubererwelt will natürlich nicht wahrhaben, dass Voldemort wieder zurück ist. Und deswegen wird Harry, sagen wir mal, verunglimpft. So. Wir können hier. Oh, genau. Hui. Geil. Und jetzt sind wir hier auf einem kleinen Spielplatz in Little Winging. Oder Little Winging, oder halt da, wo Harry und Dudley wohnen. Oder halt generell die Dursleys. Ach cool, direkt mal eine Charaktermünze. Dudley im grauen Shirt. Okay. Ah, hier kommen wir weiter, okay. Cool. Ja, ich dachte mir eben, würde sich ja im Prinzip anbieten, wenn wir den Teil hier direkt hinterher spielen. Und da ich den noch nie durchgespielt habe, hat sich das natürlich angeboten. Es ist also im Prinzip blind. Wie gesagt, ich habe schon mal ein, zwei Level gespielt auf der Wii damals, aber das ist so ultra lange her. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, worum es geht. Also ich kenne natürlich die Story von Harry Potter und von den einzelnen Filmen und Büchern. Aber wie die Level jetzt hier im Einzelnen nochmal waren, weiß ich nicht mehr. Hier können wir graben, haben wir aber leider kein Haustier dabei. Hallo? Falls ich abgelenkt wirke, kann das durchaus von den Katzen sein, die hier gerade links und rechts von mir rumrennen.
Aber man darf doch außerhalb der Schule eigentlich gar nicht zaubern. Ja. Da unten ist ein Schüler in Not, aber den können wir nicht befreien, weil da brauchen wir schwarze Magie für. Nein. So. Haha, nice. Die Geduld zahlt sich aus. Und jetzt hier, durch die Unterführung. Shit, 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 shit. Expecto Patronum! Cedric! Hey! Der echte Alistair Moody! Das Landenei, mit dem bin ich schon gefahren. Sehr cool. Und hier die Houses of Parliaments. Müde mit seinem behindertengerechten Besen. Wie sieht eigentlich Inklusion in der Zauberergemeinschaft aus? Bräuchte man wahrscheinlich gar nicht, weil ist ja Zauberei, kann man ja. So, jetzt müssen wir hier Hallo Game, nicht einfreezen bitte, danke. So,
Kingsley kann... Ah, okay. Yeah. Was für ein Dude das auch immer sein mag. Oben drauf, komm. Ah. Wie bekomme ich den hier frei? Keine Ahnung. Wir jagen einfach alles in die Luft. Nice. Come on, Harry. Und der braucht jetzt noch seinen Gehstock. Yay. Mad-Eye Moody. Mad-Eye ist der Geheimniswahrer, das heißt nur er kann das Ding hier aufmachen. Was ist das für ein Ort? Hey, Robin, Hermine und Ginny und Fred und George, die apparieren können. Und Arthur Weasley. Ja, wir haben außerhalb der Schule gezaubert und deswegen müssen wir jetzt zur Anhörung ins Zaubereiministerium. Krass, was es hier alles gibt.
Hier ist so viel los, hier ist so viel los, Alter. Richtig geschäftig hier, du. Oh ja, Arthur kann Muggelzeug reparieren oder generell Zeug reparieren. Anschlag auf das Zaubereiministerium. Hui! Cool. Flohen jetzt einen Halt. Netzwerk reisen. Mega geil. Also ich kann mich tatsächlich an null von diesem Level hier erinnern. Von dem her. Da müssen wir hin und da fehlen Zahnräder, dass das aufgeht. Der hat ein Fragezeichen über dem Kopf. Was kann der also oder was macht der? Ich weiß nicht. Oder beziehungsweise was will der von uns? Ah. Cool. Alter. Schon voll das krasse Level. Der gute Fatsch. Und dieses Denkmal. Da war noch alles cool. Alle magischen Wesen auf einem Level, auf einer Augenhöhe. Schwarze Magie kann ich nicht. Will ich auch gar nicht können. Also zumindest nicht als Arthur Weasley. Aber dann wird man da reinkommen. Okay. Reparieren wir das Ding hier. Hey, Dude. Thank you.
irgendwo rein? Nee. So. Oh, die Katze wirft schon wieder Zeug umher, Alter. Mann, Leo, was machst du für Zeug? Ah, das war die Mysterienabteilung. Und jetzt müssen wir in die Anhörung. Dumbledore! Dumbledore hat uns aus der Scheiße geholt. Der Minister will nicht wahrhaben, dass Voldemort zurückgekehrt ist und deswegen verleugnet er Harry und Dumbledore. Aber hey, wir sind frei. Yay. Dumbledore hat geholfen. Dumbledore ist immer zur rechten Stelle. Zur rechten Zeit am rechten Ort. Cool. Level durchgespielt. Dudley freigeschaltet. Wahre Zauberer. Ah, nicht ganz. Wie viel Satz haben wir gesammelt? Ach ja. Na, das geht doch gut. So. Und wir setzen natürlich die Geschichte fort.